Bis aufs Masketragen scheint von der Pandemie in Madrid nicht allzu viel übrig zu sein. Restaurantbesuche sind hier möglich, ohne Test oder Impfung. Der Ministerpräsident möchte die Pandemie künftig wie eine Grippe behandeln. Und viele Spanier wollen ihre Freiheit zurück. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass das Virus bei uns bleibt. Wir müssen vorsichtig sein, aber mit dem Virus leben. Wir haben gelernt, mit dem Virus zu leben. Jetzt müssen wir wieder frei sein. Und das bei Inzidenzen, die dreimal so hoch sind wie in Deutschland. Bei 1600 liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit in Spanien. Trotzdem zeigt man sich hier relativ entspannt. Im ganzen Land gibt es nur eine Maskenpflicht im Freien. Ansonsten gelten unterschiedlich regionale Regelungen. Wie umgehen mit der Pandemie? Das war heute auch Thema beim Antrittsbesuch von Kanzler Scholz beim spanischen Ministerpräsidenten Sanchez. Ein Land allein, so Scholz, könne eine weltweite Pandemie nicht beenden. Im Übrigen ist es so, dass in der Tat die Entwicklung in den Ländern unterschiedlich ist. Spanien ist sehr vorbildlich, das will ich ausdrücklich sagen, was die Zahl der geimpften Bürgerinnen und Bürger betrifft. Die Omikron-Variante, das glaubt Virologe Christian Drosten, ist eine Chance, aus der Krise rauszukommen, aus der Pandemie eine Endemie zu machen. Dafür aber sei die Immunität in Deutschland noch nicht breit genug, warnt der Bioinformatiker Lars Caderali, der auch die Bundesregierung berät. In Spanien sind fast 82% der Bevölkerung vollständig geimpft, in Deutschland sind es nur 72%. Und wir haben in Spanien viel mehr durchgemachte Infektionen auch, sodass man dort von einer Immunisierungsrate von über 90%, deutlich über 90% ausgehen kann. Und davon sind wir in Deutschland einfach noch weit entfernt. Der deutsche Immunisierungsgrad sei vergleichbar mit den USA und dort nehme die Hospitalisierungsrate wieder stark zu. Auch in Deutschland steigt die Rate erstmals seit einigen Tagen wieder an, trotz der angeblich milderen Variante. Die kommenden Wochen werden noch schwer werden, glauben die wissenschaftlichen Berater. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, weder in Deutschland noch in Spanien. Die ganze Welt sucht also den richtigen Weg und den besseren Umgang mit der Pandemie. Also holen wir uns eine Expertenmeinung dazu von einem Mann, der in den letzten 2 Jahren auch mal Schlagzeilen machte mit Bedenken gegen zu harte Maßnahmen. Der Virologe Professor Jonas Schmidt-Schanasit. Guten Abend. Schönen guten Abend. Professor Schmidt-Schanasit, wie bewerten Sie diesen, ich sag mal, spanischen Weg? Naja, wir müssen abwarten, wie die Spanier das letztendlich entscheiden. Aber klar ist, wenn die Omikron-Welle durch ist, muss man sich überlegen, wie man weiter vorgeht in der Pandemie. Wann ist sie letztendlich zu einer Endemie geworden? Und wenn die Spanier für sich sehen, dass ein Großteil der Bevölkerung geimpft oder genesen ist, dann ist das sicherlich der Zeitpunkt, darüber nachzudenken und dann entsprechend auch die Maßnahmen natürlich so zurückzufahren, wie wir das eben für andere Gesundheitsrisiken dann auch haben. Weil das muss man dann immer in Betracht ziehen. Wir haben ja andere Gesundheitsrisiken und die Frage ist, ob denn das SARS-CoV-2-Virus dieses Alleinstellungsmerkmal weiterhin auch behalten soll oder ob dann der Punkt erreicht ist, wo man sagt, wir müssen hier sozusagen auf die Verhältnismäßigkeit achten. Lässt sich denn diese Situation überhaupt auf Deutschland übertragen? Sie haben gerade ja schon das Impfen angesprochen. Wir haben gerade bei den Ü60-Jährigen keine ausreichende Impfquote, also das Alter, das ja ein höheres Risiko für schwere Verläufe hat. Wenn wir also doch so explodierende Zahlen dann auch hätten, dann wird doch die Zahl von Schwererkrankten auch wieder hoch. Richtig, das haben Sie korrekt beschrieben. Auch wenn die Omikron-Variante mit milderen Verläufen einhergeht, wenn sehr, sehr viele Fälle gleichzeitig auftreten, ist natürlich auch die Gefahr größer, dass es dann auch wieder vermehrt zu schweren Verläufen kommt und zu einer Überlastung der Intensivstation. Das sehen wir glücklicherweise noch nicht, auch nicht in Spanien in sehr großem Ausmaß oder auch nicht in Gibraltar. Aber beide haben eben eine viel, viel bessere Impfquote. Sie haben es angesprochen und es sind auch mehr Menschen genesen. Und das müssen wir eben in Deutschland ändern, dass sich gerade eben dass dort die Impflücke geschlossen wird, dass dort vermehrt auch und verstärkt auf die Boosterungen gedrängt wird. Das ist etwas, was jetzt ganz wichtig wird in der Omikron-Welle. Bei Kolleginnen und Kollegen von Ihnen wird gerade viel darüber diskutiert, ob wir in die Pandemie eigentlich dann von sozusagen der Pandemie in diesem Jahr in die Endemie kommen, ob wir es wirklich hinter uns lassen. Ist das realistisch, dass Corona 2022 wirklich endemisch wird?
Ja, davon bin ich fest überzeugt. Also es ist ein sehr realistisches Szenario. Es gibt bisher keine Daten, die dagegen sprechen würde, dass das nicht so eintritt. Das heißt, Omikron wird sehr, sehr viele Infektionen hervorrufen in den nächsten Wochen und Monaten bei Geimpften und bei Ungeimpften. Nur der große Unterschied ist eben, dass Ungeimpfte eine größere Gefahr haben, schwer zu erkranken oder zu versterben. Das muss jeder wissen. Aber wenn diese Welle dann überstanden ist in den nächsten 1 bis 2 Monaten und der Saisonalitätseffekt hinzukommt im Sommer, dass also die Zahlen auch von alleine sehr, sehr stark nach unten gehen, dann haben wir sicherlich die Phase erreicht, wo wir diskutieren müssen, ob jetzt sozusagen die Endemie, ob das Virus endemisch geworden ist und wir dann natürlich auch mit anderen Maßnahmen sozusagen arbeiten müssen, als wir aktuell arbeiten. Das heißt eben mit viel weniger Maßnahmen, viel zielgerichteter auf die Menschen, die nach wie vor auch in den nächsten Jahren gefährdet sein werden, weil das wird sich nicht ändern. Die Menschen in alten Pflegeheimen, auch wenn sie geimpft sind, Immungeschwächte, die haben nach wie vor natürlich eine viel höhere Gefährdung als zum Beispiel junge, gesunde Menschen. Sagt der Virologe Professor Jonas Schmidt-Schanasit. Vielen Dank für diese Sicht und Grüße nach Hamburg. Sehr gerne.